Hubert ruft an. Okay. Hallo, ihr spricht Hubert. Guten Abend, wie geht's dir? 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 Wie Ja, er unterbrach mich. Also willkommen zurück zu Heart Gold, Pokémon Heart Gold. Wir sind jetzt auf Route 47 und hier ist ein Wanderer. Ein Wanderer. Hallo, Wanderer. Du kommst goldrichtig. Ich war gerade dabei, mich ein wenig einsam zu fühlen. Aber ein Kampf ist ein Kampf, also los. Okay. Giuseppe. Ein Dummiesel. Level 19? Ich habe die Gegner hier stärker in Erinnerung. So 25, 28, so, aber 19? War das ein Denkfehler von mir oder wie? Naja, egal. Noch ein Dummiesel. Fast Level 39 und noch ein Dummiesel. Oh Gott, nicht dumm, egal. Vielleicht killt es hier. Nö. Giftblick. Ich finde, diese Attacke ist irreführend. Sie heißt Giftblick, verparalysiert aber. Einigler. Du bist gleich Opfer meines Durchbruchs. Aber ich bin paralysiert. Danke auch, Giftblick. Noch ein Einigler. Du kannst deinem Schicksal nicht entkommen. Oder doch. Ich will treffen. Noch Einigler dich in den Tod. Jetzt reicht's mir. Ich benutze einen Paraheiler. Ein Heilmittel, ein Hyperheiler. Hyperheiler. Und Schatz ist genommen. Weh, du bist jetzt Giftblick. Braves Pokémon. Braves Pokémon, so als Durchbruch. Ich mach dich alle. Oh, ja. Und K.O. Und Herakles erreicht Level 30. Genau 100 HP. Cool. Giuseppe wurde besiegt. Tja. Weiter geht's. Wo gehe ich jetzt lang? Da gibt's noch ein Item. Hallo Picknicker oder Picknickerin. Wir haben es nicht so mit Menschenmengen und fällt da lieber im Freien. Geht es dir etwa genauso? Nö, ich übernachte lieber zu Hause in meinem kuscheligen Bett. Ein Huberlupf. Level 21. Warum sind die alle so schwach? Ich dachte, die kommen noch stärkere Gegner. Oder kommt das erst noch? Ich will es hoffen, weil. Ich hab nicht umsonst meine Pokémon so hoch trainiert. Ich will ja kämpfen. Ja, ich will ja kämpfen. Oh, Meryl. Ein Meryl. Donatello heißt er. Okay, noch ein Durchbruch und das geht ups down. Ach ja. Meryl erinnert mich an eine lustige Geschichte. Also das erste Mal Pokémon Kristall gespielt habe. Da habe ich dann durch Zufall ein wildes Meryl gefunden, das ein Shiny-Pokémon war. Da hatte ich dann noch keine Ahnung, was Shiny-Pokémon sind und habe es einfach besiegt. Was sagst du hier? Wenn du in einer Höhle auf ja, ich gehe mal unten hin. Felsschlundhöhle. Beutel. Superschutz. Einsetzen. Zurück. Und nein, ich will nicht. Ich will das nicht. Ich will surfen. Ein bisschen surfen. Das ist die perfekte Welle. Das ist der perfekte Tag. Lass dich einfach von mir treiben. Wie geht das Lied eigentlich noch weiter? Egal. Weiter. Du, 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 du.
Diese Stelle sieht mir verdächtig aus. Ist hier was? Ah, Moment, ich habe hier einen Detektor. Oder ein Item-Radar. Einsetzen. Zwei Schritte von mir entfernt. Eins. Und Perle gefunden. Okay, zurück. Danke dir, Item-Radar. Du warst nützlich. Welch Wunder. Und so, dann surfen wir weiter. Hier komme ich erst viel später weiter. Okay. Hier auch erst später. Sobald wir Kaskade benutzen dürfen. Und hier oben ist da was. Ja, ein Wasserfall. Schuss wirkt nicht mehr. Okay. Und wieder zurück in die Felsschlundhöhle. Und ja. Felsschlundhöhle. Interessanter Name. So. Ein Doppelkampf. 1 plus 1 ergibt zwar 2, aber zusammen sind wir noch viel stärker als die Summe unserer Teile. Gemeinsam sind wir mehr als nur zweifach stark. Okay. Electek und Magma. Oh Gott. Ich habe die falschen Pokémons. Scheiße. Ja, was benutze ich? Na toll, die haben so blöde Fähigkeiten. Ich benutze mal Durchbruch auf Electek und Sternschauer. Und es, ja. Magma ist mir egal, ob es Schutzschild einsetzt, weil ich gehe jetzt auf Electek und Durchbruch. Und ich wette, ich bin jetzt paralysiert, oder? Nö. Donnerwelle. Ugh. Du bist so ein Asi. Ein Asi. Macht keinen Spasi. Magma schützt sich selbst. Ja, das war mir klar. Okay. Kopfnuss. Ja, schon wieder Schutzschild. Das ist anderes. Mann, ey. In so einem Fall wünsche ich mir doch mal ein Wasser-Pokémon. Naja. Flammenwurf. Oh mein Gott, Flammenwurf. Nein, Scaraborn! Das ist zu stark für mich. Ja, nein, doch nicht. Durchbruch. Ja. Und Magma geht K.O. Yay. Und Spieler besiegt Stur. Damit hatte ich jetzt nicht gerettet. Mission. 6000 Poké-Dollar. Ja, ich tausche nochmal aus, weil, naja. Herakles bringt mir jetzt nichts mit Paralyse und halber HP. Das ist ein Item. Ist hier was? Nö. Schwerschweif gefunden. Cool. So. Ah, nicht noch ein Duo. Ich wechsle mal Herakles mit Flash. Ich hoffe mal, sie nutzen was, gegen das ich sehr effektiv bin. Wie ein Fels in der Brandung will ich für meine holde Marie sein. Nie soll ihr auch nur ein Haar gekrümmt werden. Meine Liebe ist tiefer und weiter als Ozean. Ja, ja, lasst uns kämpfen. Ich habe hier keine Zeit für so einen doofen Kram. Marie und Pete. Und natürlich habe ich mal nicht die richtigen Pokis dabei, ist klar. Wäre auch zu schade, wenn doch. Pokémon. Das ist doof. Das ist paralysiert. Ich versuche es einfach mal so. Glut auf Onix, obwohl es nichts bringt. Und Ladestrahl auf Austoss. Und Austoss benutzt natürlich Schutzschild. Also komme ich jetzt übermorgen in die Safari-Zone an. Nicht schlecht. Ladestrahl schützt sich selbst. Sandsturm. Das schadet doch deinem Partner, Idiot. Na egal. Blaze. Flash und Austausch werden vom Sandsturm getroffen. Interessant, okay. Nochmal eine Glutattacke und Ladestrahl auf Austausch. Da wird es nicht sehr effektiv ist, jetzt eigentlich noch Regeln. Also noch viel ab, finde ich nicht. Ladestrahl.
Zoom! It's time for a laser! Und Austausch ist K.O. Spezialangriff steigt. Das ist gut. Oder auch nicht. Ich find's gut. Und Blazer reicht Level 32. Cool. Und Flashen erreicht kein neues Level und Steinwurf. Aua! Dieses Ding, du. So, der Sandsturm tobt. Blaze und Ampharos und also Fleisch werden vom Sandsturm getroffen. Ich muss mal Sternschauer und Kopfnuss. Ah, Sternschauer. Yeah. K.O. mit 3 Schlägen. Nein, ich. Und Flash reicht Level 33. Yeah. Junges Glück, Marienpitz. Du warst standhafter als ich. Das war gigantisch. 2816 Pokédollar. So. So. Route 48. Hm. Oh, hier kann man noch wilde Pokémon fangen. Das. Nö. Kann man auch wohl. Naja. Ein Pokémon-Kampf wird mich nicht umbringen. Vielleicht doch. Mal schauen. Mal schauen. Ein Tauros, was ich schon gefangen habe. Naja. Und Flamlord. Ziemlich seltenes Pokémon ist Tauros und ziemlich schwer zu fangen, muss man auch noch sagen. Und überlebt mein Flammenrad. Du kleines, dreckiges Vieh. Aber mein Glut überlebst du nicht mehr. Nun, Grimas. Ja, daneben. So, okay. Tauros kann ich mehr oder will nicht mehr und ich habe 602 Erfahrungspunkte. Wow, hier kann man noch gut leveln. Ja, und ich bin eben beim Safari-Eingang. Yeah. Ist das ein Kameracode? Ja, ein Kameracode. Ja, mach ein Foto. Ich will ein Foto. Knips, knips. Oh, ausgezeichnet. Das Bild ist wirklich super. Julius ruft an. Julius, alte Socke. Julius, aber bin noch wach. Hast du gewusst, dass er dein Gehirn... Oh mein Gott, so noobig. Ja, hier können wir noch ein paar Sachen holen und so. Ich bin nicht sehr gesprächig. Aha. Ist das Kagama dafür, wie gesprächiger? Auch nicht. Okay. Was hast du hier? Safari. Mhm. Nö, danke. So. Du alter Mann. Ja? Was? Was verkauft er? Ah. So. Medizin halt. Aha. Hast du noch was Lustiges zu sagen? Da in den vielen Pokémon sind mir die Fleckmon immer noch am liebsten. Diese kleinen Dinger sind einfach süß. Mhm. Okay. Du, was hast du so? Das ist echt seltsam, dass ich hier ja mag, dem fremden Land. Wo war er? Ja. Liebes. Warte mal, ich muss jetzt den Laden aufmachen. Willkommen, kann ich helfen? Ja, was verkaufst du denn so? Nestball, Finsterball, Flattball. Oh, Finsterbälle. Da kaufe ich mir gleich mal. 15 Stück. Hier, bitteschön, ja. Dann noch ein paar Flottbälle. 10 Stück sollten reichen. Gut, so, ja. Und meine restliche Kohle, die lasse ich noch. So, was sagst du? Die Entscheidung ist gefallen. Mein allerletztes Pokémon fange ich mir in der Safari-Zone. Ja. Jo. Mein Pokémon-Team sieht so aus, als ob es noch ein bisschen Heilung braucht. Da oben ist noch ein Typ mit einem Pummeluff. Leute, die man ständig im Pokémon-Center sieht, sorgen sich bestimmt sehr um ihre Pokémon, denkst du nicht auch? Nö. Die wollen einfach, dass ihre Pokémon geheilt werden, damit sie weiter kämpfen können. Ganz einfach. Okay, ich nehme deinen Pokémon für einen Moment in meine Obhut. So. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Yay. Danke, und was sagt der Wanderer hier unten? Komm her, Mann, Wanderer. Jemand, der nach einem langen Aufstieg kurz vor dem Umkippen steht, muss der Anblick eines Pokémon-Centers wie eine Oase nach einem Marsch durch die Wüste sein. Ja, ja. Sagt das Moses. hallo, du. Junge, hier in der Safari-Zone wird es einem echt nicht langweilig. Ich laufe hier wie besessen, als ob ich beinahe besoffen, nur noch irgendwelchen Pokémon hinterher. Ich befürchte, dieses Pummeluff hier wird mein ständiger Begleiter, ist deswegen etwas angefressen. Und was sagst du, Pummeluff? Uff. Okay. Ja, und die... Moment. Erstmal fragen. Blaze sitzt ganz still und starrt nach unten. Okay. Und jetzt? Was sagst du jetzt? Hä?
Blaze scheint mit Zora spielen zu wollen. Okay, ja, ich werde dann mit meinem kleinen Igel Lava spielen und wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn ich dann die Safari-Zone erforsche. Bis dann, cheerio!